Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Was ist denn hier in der Kiste? Nischt. Ja, heute ist Vatertag. Heute ist Vatertag. Und ich bin hier total in Hetze. Wir müssen mal ganz kurz da hinten hin. Ich bin hier total in Hetze wegen der Wahl und wegen überhaupt. Und ja, naja, ihr kennt das ja. Aber ich wünsche trotzdem allen Vätern einen wunderschönen Vatertag. Himmelfahrt ist ja eigentlich, ne, wo der liebe Jesus in den Himmel gefahren ist. Und so fahren auch alle Väter mit ihren Bollerwagen irgendwann in den Himmel, wenn sie genug Intus haben. Ja, es war jetzt nicht sehr christlich, was ich gesagt habe, aber naja, so bin ich. Ist alles nicht so gemeint. Ja, meine lieben tapferen Freunde, wir brauchen ein paar Federn. Ich nehme mir gleich mal 64 mit. Dann müssen wir noch mal ein paar Bücher holen. Ich hoffe, am Büchermarkt sind noch welche. Denn die Aufgaben, die laufen ja volles Brett. Und ich verliere da allmählich so ein bisschen die Übersicht, wer was schon gemacht hat. Und das, da wollen wir heute mal Abhilfe schaffen. Versuchen wir zumindest. Verbotene Bücher. Also wir brauchen mindestens 16. Warte mal. Machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben mal 16 Stück. So viele Teilnehmer haben wir nämlich momentan gerade 16 an der Wahl. Ja, hier ist ganz schön was los. Das sollte erstmal reichen. Bilderrahmen brauchen wir noch. Haben wir noch irgendwo Bilderrahmen, Freunde? Wisst ihr es? Wisst ihr es? Wenn nicht, machen wir uns welche. Und holen wir uns einfach ein bisschen Leder. Beiseite! Warte, Lederwaren war noch hier. Else! Else! Mensch, bist du wieder da? Schön! Ja, ich habe Blumen für dich bestellt. Bei Fleurop. Aber, also Fleurop, du weißt doch, der Gott Fleurop. Aber die musst du mal, ja. Heute ist Vatertag, du darfst mich jetzt nicht beschimpfen. Oh, verdammt. Haben wir es wieder vermasselt mit den Blumen für Else? Die haben wir wieder in irgendeiner Kiste rumoxidieren. Wo ist denn hier Leder? Lederwaren, Kirschenrei. Ja, hier im Markt ist richtig was los. Die ganzen Väter wollen sich noch schnell ein paar Lederwaren holen. 30 sollte reichen. Wenn wir hier gleich Bilderrahmen von machen. Ihr werdet auch gleich sehen, was es damit auf sich hat. Zack. Oh. 4, 5, reicht nicht. Das reicht nicht. Gib wieder her. Gib bitte wieder her. Danke. So, passt mal auf. Stickies. 61. Ja. Zamba 9. Reicht immer noch nicht. Verdammt. Wir müssen noch mehr Stickies machen. Wir müssen einfach mehr Stickies machen. So, machen wir das einfach so. Hier in der Hand verknispelt. Ja, wir sind nicht ganz alleine. Das wisst ihr. Also ich bin nicht ganz alleine. Auf dem, unserer Welt. Denn, ich zeige euch das gleich. Ich muss 60... Oh, perfekto. Perfekto, Hermann. Else, ja. Oh, hat sie mir einen Kuss aufgedrückt. Naja, ist sie gar nicht böse, weil heute Vatertag ist. Und da schauen sie zum Meer, die Bürger. Hier ist richtig was los. Bei der Mumienruhe ist noch nichts los, aber da müssen wir jetzt hin. Denn ich möchte natürlich markieren. Ich möchte mal ein bisschen rummarkieren, wer was bisher gemacht hat. Und da müsst ihr mir ein bisschen bei helfen, liebe Teilnehmer an der Wahl. Da ist ja Else schon wieder. Mensch, schön, dass du wieder da bist. Ich habe auch Blumen für dich. Ja, Pfingstrosen. Hm. Pfingsten. Gibt's aber erst zu Pfingsten. Ha. Ist ja bald. Ah je, der Mai ist ein schöner Monat. Gibt so viele Feiertage und alles. Ja, heute ist wieder einer. Und ich denke mal, die meisten von euren Vätern oder ihr selbst seid jetzt gerade unterwegs. Deshalb werden dieses Video zur frühen Stunde wahrscheinlich gar nicht, noch gar nicht so viele sehen. Vielleicht erst später. Und da muss ich auch mal ein ganz großes Lob aussprechen. Die Beteiligung momentan an den Videos ist grandios. Wir haben ja hier unsere alten Wahltafeln, ne? Das waren ja so die ersten. Wir haben jetzt ja die neuen bei der Mumienruhe. Damit wir die gleich bei der Baustelle haben, habe ich das extra so gemacht. Und wir sind ganz fix unterwegs eigentlich. Achso, ich wollte ja zeigen, wer noch da ist. Ist nämlich hier der Tomcat ist nämlich da. Wahrscheinlich auf Falkenstein und auch der Zordern wahrscheinlich in den Sümpfen unterwegs und baut da Sumpfhäuschen. Da werden wir bald dazu stoßen nach der 1000. Also knapp noch, keine Ahnung, hier, ja, 30 Folgen oder 27. So, Freunde, ihr müsst mir ein bisschen helfen. Und zwar geht es darum, wer was bisher gemacht hat. Wir haben ja hier unsere Teilnehmer. Und ich habe hier eine Liste, die ist aber sehr wirr. Gemaniko HD hat bisher gemacht. Also das steht hier für Wahlkampf. Das ist einmal entweder, was er gerne machen möchte in Exe, oder ein Wahlplakat oder ein Wahlvideo. Das hat er auf jeden Fall gemacht. Ein Gedicht kam bisher noch nicht. Ich habe jetzt Bücher und das. Für Gedicht steht ja eigentlich ein Buch, ne? Aber eigentlich eher die Schreibfeder. Also vergesst das, was ich gesagt habe.
Und hier kommen die Aufgaben rein. Bisher waren es ja 2, 3 mit dem Rätsel. Für das Rätsel machen wir was Besonderes. Da kommt nämlich ein Redstone, der rätselhafte Stein. Das Rätsel hat ja nur einer gelöst. Teilgenommen haben allerdings mehrere. Aber da kommt wirklich nur der, der es gelöst hat, nämlich der Cedric. Aber das hat nichts zu sagen. Das sagt hinterher nur, wie aktiv ihr wart bei der ganzen Sache, ne? Der Serlo hat bisher ein Plakat gemacht und hat auch, oder pass auf, wir machen es so. Ja, nee, ist gut. Ein Plakat gemacht und hat auch an dem Gedicht teilgenommen. Das ist, die Feder steht für Gedicht, die Schreibfeder, ganz klarer Fall, ne? Dann der Faskat Stahlaxt hat auch ein Plakat gemacht und hat auch ein Gedicht geschrieben. Die habe ich übrigens alle gelesen und ich habe vor, die alle in einem Buch zu schreiben, was ich hinterher kopiere und hier auf dem Server verteile. Der Exea Gedichtband oder sowas wird das dann werden. Glaube ich, das könnte ganz nett werden. Brauche ich allerdings ein bisschen Zeit, die ich momentan nicht habe. Dann haben wir hier den Floflo und Kiri. Die haben so ziemlich alles gemacht. Die haben ein Plakat gemacht. Die haben auch ein Gedicht gemacht. Und ich glaube, auch an dem Rätsel teilgenommen. Ja. Die haben auch am Rätsel teilgenommen. Ja. Aber das Rätsel, wie schon gesagt, da kriegt nur der Sieger. Jetzt haben wir dann die Best of 3 Elben. Jetzt kommt der Yu. Yu hat auch ein Plakat gemacht und ein Gedicht. Das ist, damit wir später dann sehen, wer an was teilgenommen hat. Deshalb habe ich hier auch diese Werfer hingemacht. Dann der Cedric Elsius hat ein Plakat gemacht und hat das Rätsel als erster gelöst. Na? Dann die Anna Star Table, die hat auch ein Plakat gemacht. Anna, das ist immer noch nicht angekommen bei mir. Irgendwie auf Facebook und der Link, das klappt alles nicht so richtig. Ich mache das jetzt hier mal rein, weil das Plakat ja eigentlich da ist, ne? Deshalb mache ich das schon mal rein und kannst ja nochmal versuchen, einfach zu senden. Ich bringe das dann in einer späteren Sendung, ist überhaupt kein Problem. Muss ich nochmal ein bisschen mit beschäftigen. Noch kein Gedicht von der Anna. Vielleicht kommt noch eins. Der Maximilian Amann, der hat ein Plakat gemacht auf jeden Fall. Hat ein Plakat gemacht. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht ganz nebenbei verhungern. Dann der Imflex hat bis jetzt noch nichts gemacht, außer Wahlspruch. Dann der Pinny hat auch noch nichts gemacht. Ein bisschen nachlässig hier die beiden. Die Oma Luise hat ein Plakat gemacht und hat auch ein wunderschönes Gedicht geschrieben. Und der Kai Sattelberg hat ein Gedicht verfasst. Kai, bei dir weiß ich allerdings noch nicht, ein Gedicht, ob da ein Plakat da ist. Ich habe da, glaube ich, keins gefunden. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Gedicht kommt an die zweite Stelle, genau. Aber vielleicht reicht noch eins nach oder so. Und wenn du noch eins hast, dann mach mich drauf aufmerksam oder schreib am besten den Link direkt unter dieses Video in die Beschreibung. Genau. Dann, wo sind wir jetzt? 13, ne? Der Kai Sattelberg. Habe ich den zweimal? Nee, Quatsch. Kai Sattelberg hat bis jetzt ein Gedicht verfasst. Ah nee, da waren wir ja schon. Crasher der Barbar, weder Plakat noch Gedicht habe ich da. Wenn das nicht der Fall sein sollte, wie schon gesagt, schreibt mich nochmal an in den Kommentaren. Eule Zockt hat ein Plakat gemacht und hat auch ein sehr, sehr schönes Gedicht geschrieben. Also auch voll dabei sozusagen. Und ich glaube, an einem Rätsel bin ich mir nicht ganz sicher. Die Anidot hat ein Plakat gemacht, ein Gedicht geschrieben und eins. Aber ein wunderschönes auch. Ich bin übrigens sowieso ganz begeistert von den Gedichten. Die Schokey hat ein Plakat gemacht und auch ein sehr, sehr schönes Gedicht verfasst. Und wen haben wir noch? Das war's. Die Schokey war die letzte, die sich beworben hat und jetzt wird's dunkel. Pünktlich zur Nacht sind wir hier, wieder an der Baustelle, erwacht sozusagen und können hier weitermachen. Also, liebe Freunde, falls ich da noch irgendwelche Fehler drin habe, müsst ihr mir das schreiben, dann können wir das noch nachholen. Kann ich das hier noch nachtragen? Habe ich denn keine Stufen mehr, dass ich hier mal den Kram reparieren kann? Doch, habe ich. So, dann können wir das hier schon mal wieder reparieren. Das ist ja das alte Creeper-Loch noch. Creeper-Attentat war ja hier an dieser Stelle. Türen müssen hier natürlich noch rein. Aber ich lasse es erstmal offen, damit wir hier besser durchrennen können. Hier oben muss noch, das können wir gleich mal hier verbrezeln, die 55, die wir gerade in der Faust haben. Hier muss natürlich auch noch Fußboden reingelegt werden. Huiuiui, Vatertag. Und ich mal loch hier rum, während ihr euch wahrscheinlich vergnügt und mit dem Bollerwagen durch die Gegend marschiert. Was ich dann vielleicht auch machen werde. Ich habe nämlich noch kurzfristig, das ist ganz witzig, habe ich sogar noch freigekriegt am Vatertag. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet gehabt. Pass mal auf, wir machen es mal so.
Hier können wir ja so eine kleine Facette an dich reinmachen. Ah, nee, komm. Ziehen wir gerade durch. Wir dürfen uns nicht zu lange aufhalten. Leider. Obwohl ich mich ja immer gerne auch mal aufhalte. Ich kann ja vielleicht noch einen Kronleuchter dann rein oder sowas. So, passt genau. Haben wir hier zugemacht. Jetzt haben wir noch 25. Können wir noch hier zumachen. Vielleicht reicht das sogar. Vielleicht reicht das ja sogar. Ja, die Fahrstuhlschächte. Die müssen natürlich hier noch oben noch rausgezogen werden. Das machen wir auch gleich. Oh, ja. Kommt sogar noch hin. Die müssen hier nach oben noch rausgezogen werden. Und hier müssen noch die Ketten rein und alles. Ja, ist noch ein bisschen Arbeit. So, zack. Jetzt muss hier erstmal das Glas noch rein. Einen Hitterzaun wollte ich eigentlich besorgen. In der letzten Folge habe ich auch nicht mehr dran gedacht. Naja. Die folgenden Arbeiten verzögern sich um circa 3 Stunden. So, hier auch noch. Da vorne haben wir offen, da kommen wir raus. Wichtig, damit wir hier keinen Glasbruch machen müssen. Heppa. Das können wir doch von unten bestimmt machen. Naja, fast. Ich esse mal was. Heieieiei. Ja, im Kamin müssten wir eigentlich auch noch hier Ziegelsteine haben. Damit wir da oben dann weitermachen können. Denn ihr seht, wir sind völlig unter Zeitdruck. Hier mit der Mumienruhe. Wir können natürlich auch mal wieder einen Tag Pause machen. Da wäre heute eigentlich der ideale Tag für gewesen. So am Vatertag einfach nur mal angeln gehen. Einen Tag. Allerdings, nee, geht nicht. Da haben wir zu viel Druck. Okay, Freunde. Wir gucken mal nach unseren Lehmsteinen. Lalala. Die Indios spielen ein fröhliches Lied. Und wer will, kann jetzt auch tanzen. Ich glaube, ich will. La 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 la. Man muss sich auch mal Zeit nehmen zum Tanzen. Mit der Schaufel in der Hand, das ist ein typisch altes Indio-Ritual. Auch von unten oder von oben gesehen. Indio, 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 spring! Indio, spring! Indio, 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 spring! Ja, ja, gut. Genug getanzt, genug Freude gehabt. Steine sortiert. Das war unsere Freizeit, das war unser Vatertag sozusagen. Hier in Hunsgrab. So, wir haben keine Kohle mehr. Alles klar. Aber wir haben ein paar Steine. Kriegen wir genau 64, glaube ich, raus. Verdammt. Das ist so teuer, dieser Lehmziegelstein. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Wir müssen einen riesen Berg machen und den müssen wir einfach abbauen. Dann hier mit der Schaufel, Spitzhackenschaufel. Aha. Und die muss repariert werden. Das Tanzen macht einen ganz schön müde. So, hier müssen wir auch weitermachen in der unteren Etage. Ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt ja Steine da, genau. Die können wir eigentlich gleich verbrezeln. Ne? Das heißt, ganz kurz konzentrieren. Das ist ja alles richtig hier. Die obere Etage wollten wir noch drauf knärpeln. Ja. Machen wir das einfach mal so. Passt mal auf. Wir gucken mal von außen. Ah ja, wir müssen also bis auf diese Höhe hier. Bis auf die Höhe müssen wir die Säulen ziehen. Okay, dafür brauchen wir einmal Jänne und einmal Jänne. Zack, 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 zack. Ich glaube, das ist die Höhe. Wo ist die Höhe? Da ist die Höhe. Wo ist die Höhe? Da ist die Höhe. Hier wäre die Höhe, genau. Das heißt, hier kommt einer quer. Haben wir hier auch so gemacht. Normalerweise müsste da ein, hiervon, ne? Grau gefärbter Ton hin, oder? Was meint ihr? Ah, beruhigende Musik, wie schön. So, zack. Und das muss jetzt noch bis hierhin hochgezogen werden. Denke ich mal. Ja, können wir gleich bis oben hinziehen, oder? Gucken. War ja nicht mit zu rechnen, dass wir hier auf einmal bauen müssen, ne? Dann kommt hier nämlich so ein Dreierding dran. Ist eigentlich ganz nett hier mit dem Baum gerade. Da können wir uns sehr schön dran orientieren. 1, 2. Der kommt hier dran. Ja. 3. Wahrscheinlich müssen wir von der anderen Seite einfach gucken, das ist besser. Hups. Hups. Da müssen wir runter. Okay. Achtung. Ah, hat nicht ganz geklappt. So tut das aber ziemlich weh. Wenn ich das so mache, tut das ziemlich weh. So ist doch schon ganz nett. Das müssen wir bis oben hindurchziehen. Das war falsch. Ich glaube, das war falsch. Mit dem Dreierteil. Ah, nee, das ist ja doppelt. Genau. Doppelt gemoppelt. Das Glas können wir beiseite packen. Die Rezeptionen müssen wir noch bauen.
Obwohl, wartet mal, diese Arbeiten hier, das dauert mir zu lange, das kann ich mal nebenher machen, wenn ich Zeit habe. Ich fahre mal mit dem Fahrstuhl. Ah, noch gar kein Knopf drinnen, naja. gehen wir hier hoch. Dann machen wir nämlich erstmal oben die Aufbauten von dem Fahrstuhl. Da müssen wir auch alles für dabei haben. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. So, genau, hier oben muss nämlich jetzt auch wieder so eine Fahrstuhlkabine rein. Eine Fahrstuhl-Sabine. Genau, hier kommt der Boden rein. Können wir auch so machen. Einfach. Also, ne, hier ist dann der Fahrstuhl oben. Wie das Ganze dann funktioniert, das werde ich euch dann auch noch zeigen. Aber es sollte funktionieren. Sagte der Mann. So, die Kabine. Und jetzt kommen wir hier einfach wieder. Eins, zwei. So, das machen wir dann auf der anderen Seite auch. Die Kabine rum. Dieser schwarze, dieser graue Lehm ist natürlich sehr teuer, das weiß ich. Aber was soll's? Wir brauchen das Geld. Also wir brauchen diesen Fahrstuhl, weil die alten Leute die Treppen nicht steigen wollen, dürfen oder sollen. Oder alles drei. So, jetzt machen wir uns hier einen hoch. Zack, zack. Dann können wir nämlich hier gleich wieder die nächste Abteilung drauf machen. Und ich glaube, das war die Höhe, ne? So. Einmal rumgezogen und dann ist der erste Fahrstuhl fertig. Dann bauen wir noch den zweiten und dann haben wir heute genug geschafft. Und wie schon gesagt, mit den erfüllten Aufgaben, da müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ich da was vergessen haben sollte. Das kann ich dann überprüfen, das ist dann viel einfacher. Am besten noch den Link dann zu der entsprechenden Geschichte, zu dem Gedicht oder ja, vielleicht holt ihr die Gedichte auch noch nach. Das hatte ich euch ja freigestellt, das auch noch nachzuholen. Da kommen vielleicht noch einige rein, dann kann ich das aber immer einfach nur durch eine Markierungsstein markieren. Und dann ist auch gut. Dann sehe ich auch, okay, der hat daran teilgenommen. So, jetzt machen wir hier oben die Decke rein. Die war, glaube ich, so, ne? So. Und so, und so, und so. Und dann müssen wir nochmal oben drauf für den... Genau. Zack. Jetzt gehen wir hier nochmal oben drauf. Ah, ein höher noch. Und hier kommt dann nämlich der Endstein sozusagen drauf. Ah ja, okay. Ich sehe den... Der Mann sah den Fehler und er wusste, es war nicht gut. Fahrstuhl oben... Da müssen wir natürlich dann nach oben noch... Das ist jetzt genau wie ein normaler Sandstein, ne? Da müssen wir natürlich da oben noch ergänzen, hier das Ganze. Hier muss ja natürlich noch der Antrieb rein für den Fahrstuhl. Ganz klarer Fall. Also der Schacht geht hier noch ein bisschen höher. Mindestens 3. Für den Antrieb. 1, 2, 3. Hier auch nochmal. Dann haben wir auch unsere maximale Raumhöhe hier erreicht. Also höher wird die Mumiruhe dann eventuell nicht werden. Höher wird sie eventuell nicht werden, ist auch eine Aussage. So, hier geht's noch weiter. Das hier wird dann offen sein. Hier ist noch so ein Stück Schacht. Und dann kommt noch ein Stück, dann kommt natürlich noch, habe ich noch, ja. Kommt noch etwas drauf. Also hier kommt dann eine Decke rein und so. Ja, habt ihr verstanden, was ich da mir da zurechtgefaselt habe. Fahrstuhlschacht, sehr schön, sehr schön. Es wird, Freunde. Hier oben sind dann die Zimmer. Das wäre zum Beispiel 1. Ja, ich glaube, ich mache hier dann weiße Wände rein, aus grauem Lehm, also hier aus diesem hellgrauen Lehm oder aus weißem Lehm. Das wäre ein Zimmer. Und warum hier noch kein Fußboden drin ist, das hat folgenden Grund. Die Leute sollen sich das komplett selbst einrichten können. Ja, also das wird dann wahrscheinlich in der 1000. Folge sogar passieren, dass die Leute sich ihre Zimmer selber gestalten können. Achso, hier müssen wir mal Fußboden reinballern. In unsere der Fahrstuhl-Simulator ist das ja hier. Ne? Aber er wird funktionieren, es wird einen Knopf geben, drückt man drauf, ist man oben. Oben wird es einen Knopf gehen, drückt man drauf, ist man unten. So ist der Plan. Und ein Plan ist ein Plan ist ein Plan, wisst ihr ja. Ja, da hinten ist übrigens die schöne Dachterrasse, da ganz nebenbei entstanden. Und hier neben, da so, wird noch ein schöner Garten hinkommen. Das war nämlich eine Idee von der Anidut, dass da noch so ein schöner Garten hin muss, mit Blumen und einem kleinen Brunnen, wo die Dorfbewohner dann, oder die Senioren, dann auch so ein bisschen... wie sagt man, Lustwandeln können und sich da so ein bisschen vergnügen können. Und es wird schon wieder dunkel, was mir sagt, die Folge ist schon wieder rum. Also Freunde, wie schon gesagt, die nächste Aufgabe kommt dann am Wochenende oder zum Wochenende. Die werde ich dann am Vatertag wahrscheinlich direkt aufnehmen, die Aufgabe, und mich darum kümmern, dass die ja perfekt gestaltet ist für euch. Und das wird dann auch die letzte große Aufgabe werden, die Bauaufgabe.
damit ihr alle genug Zeit habt, etwas Schönes zu bauen. Ja, das wird dann die Bauaufgabe, die wird dann gekennzeichnet durch einen Stein. Und diese Bauaufgabe ist dann auch eine Pflichtaufgabe. Das heißt, ihr müsst daran teilnehmen, ihr müsst etwas bauen. Wer nichts baut, also wer von diesen ganzen Aufgaben gar nichts erledigt hat, den muss ich leider aus der Wahl rausnehmen. Das geht nämlich dann nicht, der kann sich dann nicht zur Wahl stellen, denn so ein bisschen aktiv solltet ihr auch schon sein, hatte ich mir gedacht. Okay, schnell runter und gepennt. Ja, Pflichtaufgaben, der Opa wird böse. Nein, ich möchte einfach, dass alle, dass man nicht nur sagt, ich will daran teilnehmen und dann einfach dabei ist. Okay, gute Nacht, liebe Freunde, bis morgen, schönen Vatertag. Trinkt nicht so viel, nicht, dass ihr alles voll, ihr wisst schon.